In einem furiosen Mittwochabendspiel schlug der FC 08 Villingen im Traditionsduell den SSV Reutlingen mit 4:3 Toren und hat sich damit wohl endgültig allen Abstiegssorgen entledigt. Jetzt steht am Wochenende das Auswärtsspiel beim SV Oberachern an, der in der Tabelle nur einen Zähler weniger als wir auf dem Konto hat. Ein Gegner auf Augenhöhe also, fragen wir Trainer Rainer Scheu. Tabellarisch sind die, glaube ich, ein Platz hinter uns und im Hinspiel, das habe ich gesehen, hat Oberachern Villingen 2-0 gewonnen und verdient gewonnen. Wir sind gemeinsam im Pokalendspiel, also sind wir sicherlich auf einer Höhe und in den Spielen wird die Tagesform entscheiden. Das Pokalfinale, also am Samstag, den 3. Juni in Emmendingen gegen Oberachern. Wie viel wird man jetzt am Wochenende aus dem Liga-Rückspiel rausziehen können? Wie sehr spielt das Ganze vielleicht auch taktisch schon eine Rolle? Jede Mannschaft ist ja das dritte Spiel in dieser Woche, das heißt diese englische Woche. Und sicherlich wird Oberachern, werden auch wir personell die Mannschaft ein bisschen verändern. Vielleicht auch taktisch verändern, sodass man meines Erachtens nicht zu viele Schlüsse aus diesem Ergebnis, aus diesem Oberligaspiel rausziehen kann. Ich denke, das Pokalspiel ist 4 Wochen später und da stehen vielleicht auch wieder andere Spieler auf dem Platz. Also ich würde dem Ergebnis nicht zu viel Bedeutung beimessen. Jetzt richtet Schwarz-Weiß TV den Blick noch auf den Torjäger vom Dienst, Ibrahima Diakite. Wann fällt er die Entscheidung, ob er beim FC 08 Villingen bleibt oder nicht? Das ist eine gute Frage, ja. Wie immer, bei mir ist es ein bisschen entspannt wie nächste Saison. Aber wir reden mit Dennis und sowas. Aber ja, bald ich treffe meine Entscheidung und alle werden wissen, was ich mache nächste Saison. Wie üblich entscheidet sich das bei Ibrahima Diakite also wohl erst nach der Runde. Es ist weiter Geduld gefragt. Er hatte sich die Marke von 20 Toren gesetzt, jetzt wieder zweimal erfolgreich gegen Reutlingen. Wie zufrieden ist er mit der Ausbeute bisher? Wie immer, wie jeden Tor, ich bin zufrieden. Heute war ein Geschenk von Mokhtar. Und zweite ist, ja, Torwart spekuliert. Und ich laufe einfach und dann ich kriege den Ball. Ich mache auf Netz und ja, ich bin glücklich, wenn diese zwei, drei letzte Woche, ich habe Tor gemacht, aber keine 3 Punkte geholt. Und heute ist 2 Tore plus 3 Punkte. Ein perfektes Flutlichtspiel. Am besten noch ein Tor im Pokalfinale spätestens. Ja. 1, 2 oder 3 maximal. Und aber der wichtigste ist Pokalsieger am Ende. Spieltag 30 in der Oberliga Baden-Württemberg. Wir biegen so langsam ab auf die Zielgerade in der Liga. SV Oberachern gegen den FC 08 Villingen Auswärtsspiel am kommenden Samstag, den 29. April ab 15.30 Uhr. Es ist sozusagen die Generalprobe für das Pokalfinale am 3. Juni in Emmendingen. Über den Ticketverkauf informiert der FC 08 schon demnächst.